Es ist der Albtraum jedes Fluggastes. Nichts geht mehr weiter und man muss stundenlang eingepfercht im Flugzeug warten. Stundenlang ist es nicht gewesen, aber doch ganze 40 Minuten. Und zwar am Sonntag am Wiener Flughafen in Schwechat. Da hatte es einen Alarm gegeben aufgrund eines herrenlosen Gepäckstückes, das man an Terminal 3 gefunden hatte. Der Alarm ging umgehend los, da es sich hier um einen Gegenstand gehandelt hatte, der überprüft werden musste. Die Polizei sprach von einem sicherheitsrelevanten Gegenstand, der noch einmal näher kontrolliert werden musste, und dementsprechend war ein Alarm losgegangen. Die Polizei hatte daraufhin das gesamte Gelände gesperrt und auch innerhalb des Flughafens ging gar nichts mehr weiter. Nach 40 Minuten Aufklärungszeit konnte allerdings Entwarnung gegeben werden. Der Alarm, der losgegangen war, war aufgrund einer Softwareproblems gestartet, beziehungsweise ein Softwareproblem war hier der Auslöser gewesen, warum es einen Alarm gegeben hatte. Der Flughafensprecher Peter Klemann zeigte sich auch sehr erleichtert und sprach davon, dass es sehr wichtig gewesen sei, dem Fall nachzugehen, da es sich ja auch definitiv um einen Bombenalarm hätte handeln können. Mittlerweile, wie gesagt, konnte Entwarnung gegeben werden, aber es waren spannende 40 Minuten gewesen, in denen man versucht hatte, der Situation auf den Grund zu gehen und nachvollziehen zu können, was denn nun geschehen sei. Wie gesagt, die Polizei hatte die entsprechenden Absperrungsmaßnahmen durchgeführt. Diese seien, so hat es uns auch der Polizeisprecher mitgeteilt, üblich und auch notwendig gewesen. Letzten Endes war allerdings alles gut ausgegangen und nach einer längeren Wartezeit konnten die Fluggäste dann auch endlich starten, beziehungsweise auch die Autofahrer, die sich auf den Weg zum Flughafen gemacht hatten, konnten dann das Gelände wieder betreten.